was ist das? Hups, habt ihr das gesehen? Und nochmal, vielleicht habt ihr es auch nicht gesehen, aber der Spezialist für den Weizen, der steht neben mir. Denn unser Thema heute ist, immer wenn ich den Hut auf habe und diese Jacke anhabe um diese Jahreszeit, geht es um Landwirtschaft. Und heute, lieber Markus, reden wir mal über Weizen. Hinter dir, hinter uns, ist ein Weizenfeld. Ja. Aus Weizen wird Brot hergestellt. Brot und Futter. Futter hergestellt. Ganz genau. Was macht man denn noch so mit Weizen? Wir machen, also aus dem Weizen, den wir anbauen, der geht als Futterweizen oder als Brotweizen in die Mühlen. Futterweizen für Futter für Kühe, unsere Hühner und Brot halt für Mehle und ja, für die Mühlen halt zum Essen. Nun kennt ihr das sicherlich, nicht wahr? Ihr lauft draußen rum, dann seht ihr ein grünes Feld. Was steht da eigentlich drauf? Die einen wissen, was es ist, die anderen ahnen, was es ist. Und damit auch ihr nicht so ganz zweifelnd nach Hause geht, kannst du ja mal so einen Tipp geben um diese Jahreszeit. Wir reden nämlich jetzt von Januar. Und wenn wir dann ein solches grünes Feld sehen, woran kann ich denn erkennen, ob es nun Weizen ist oder ob es Gerste ist? Am besten, wenn man sich selber ausbuddelt und guckt, was für Körner unter dem Grünen wachsen. Man sieht jetzt ziemlich gut noch ja, die Weizen- oder die Gerstenkörner, wo dann halt der Keimling rausgekommen ist und wo jetzt die Pflanze daraus entstanden ist. Ne? Jetzt zeigen wir euch erstmal, wie eigentlich so ein Weizenkorn aussieht. Das kommt aus der Tasche, nicht aus dem Acker. Du hast Weizen in der Tasche. Ja. Du nimmst jetzt mal den Weizen, der normale Farbe hat. Wir zeigen euch nämlich gleich noch welchen, der nicht die normale Farbe hat, hat aber seine Bewandtnis. So, was hast du denn da jetzt? Ganz genau. Hier ist normaler Weizen, so wie wir den ernten. Ups, da, so, ja. Wir lagern den Weizen, wenn wir den geerntet haben, bei uns ein und ja, verwenden den eigentlich für unser Hühnerfutter und natürlich auch zum Verkauf. Und jetzt um diese Uhrzeit oder um diese Jahreszeit, im Frühjahr, sehen wir zu, dass halt unser Weizen verkauft wird und ja, das, was wir nicht verkaufen, nehmen wir halt für unsere Hühner. Jawohl. Aber wir reden noch mal davon, wann kommt denn der Weizen in die Erde? Hier auf dieser Fläche, da haben wir Zuckerrüben vorher gehabt. Die wurden Anfang Oktober gerodet, die Zuckerrüben. Danach haben wir die Fläche ganz normal gegrubbert, mit dem Grubber und Weizen reingedrillt. Also Anfang Mitte Oktober ist der hier in die Erde gekommen, der Weizen. Gut, und dann braucht er ja ein bisschen, bis er aufläuft. Ja. Ja? Also auflaufen, bis der keimt, nicht wahr? So, aber das, was du gerade in der Hand gehabt hast, halt das nochmal in die Kamera, damit man das nochmal so zeigen kann. Da, schaut mal das da. Ne? So, dieses hier ist der, wo bist du denn? Da, der Weizen. So kommt der aber nicht in die Erde. Er kommt nämlich wie in die Erde? Er kommt so in die Erde. Schaut mal, da, halt mal so dahin, dass man das so sehen kann. Da, der ist nämlich fast rot. Ganz genau. Warum? Das ist ja jetzt gebeizter Weizen. Warum? Ganz genau. Die rote Farbe ist eigentlich dafür da, bei dem Weizen, damit man den erkennt. Damit man halt nicht den guten Weizen mit dem gebeizten Weizen verwechselt. Der kann auch dieselbe Farbe, der kann auch grün, blau, lila sein, aber man hat halt die rote Farbe genommen, um den zu erkennen. Damit man dann auch, falls der irgendwie vermischt werden sollte mit guten Weizen, dass man halt das nicht mehr verfüttern kann oder verkaufen kann. Das Rote ist jetzt die Beize. Gebeizt wird der Weizen gegen pilzliche Krankheiten, die dann halt in der Erde wachsen, oder in der Erde nicht wachsen, sondern in der Erde sich befinden. Und dass der halt den Keimling, die Beize, den Keimling und halt auch die Jungpflanze dann schützt später. Also wenn ihr mal so roten Weizen irgendwo sehen solltet, dann hat den nicht der Landwirt auf dem Weg zur Mühle aus dem Sack verloren, sondern es ist letztendlich ein Überbleibsel vom Saat. Ganz genau. Das ist ja, wir nehmen den Weizen, den wir halt, den roten, gebeizten Weizen, den schmeißen wir ja nicht weg. Der wird dann halt aufbewahrt bis nächstes Jahr, bis dieses Jahr jetzt ja, zur Aussaat und dann wird er wieder verwendet. Die Keimfähigkeit prüfen wir dann halt, bevor wir den aussehen, ob er noch genug Keimfähigkeit hat und dann drehen wir den ganz normal, wie mit dem neuen Weizen, der dann wieder von unserer eigenen Fläche geerntet wird, halt mit aus. Jetzt komme ich mal wieder mit so einer Frage, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr es wisst oder ob du es weißt. Wenn ich denn jetzt den Weizen gedroschen habe, dann ernte ich unter Umständen auf einem Hektar
So ein Hektar ist einfach nochmal so zur Erklärung so ein Fußballfeld in gewisser Weise. Ja. Nicht immer so, aber immerhin, nicht wahr? Und wie viel ernte ich denn da an Weizen auf einem Hektar? Kann man nicht pauschalieren, nein, aber man kann mal so eine Richtschnur geben. Ganz genau. Also wir drillen aus, um damit anzufangen, wir drillen aus auf einen Hektar Weizen, also einen Hektar von der Weizenfläche drillen wir ca. 180 Kilo Weizen aus. Und wir ernten dann Anfang August, wenn alles funktioniert und alles gut gewachsen ist, ca. 8 bis 10 Tonnen Weizen von einem Hektar. Also eine Tonne hat 1000 Kilo. Ganz genau. Ja, gibt ja immer noch welche, die nicht so genau sich mit diesen Dingen so auskennen. Ja. Macht ja auch nichts, ne? So, und dann kriege ich wie viel Brot aus einem Hektar? Wollen wir das mal als Frage stellen? Ja, hat jemand Lust von euch, das mal umzurechnen, wie viel Brot? Nun weiß ich auch natürlich nicht, wie viel Mehl ich dann für ein Brot brauche. Das ist eine tricky Frage. Vielleicht kriegt es ja der eine oder andere Bäcker mit. Und dann kann er ja mal sagen, wie viel er denn so dann da rausbekommt. Wie behandelt ihr denn den Weizen nun? Was kommt da drauf? Ihr spritzt irgendwelche Dinge da drauf. Da gibt es immer ein großes Buhai und Geschreie und so. Ja. Aber so ganz einfach mit einfach also, mal sowas draufhauen geht ja eh nicht. Nein, nein. Also wir düngen nach unserer Dünger, also wir müssen eine Düngerplanung machen für unsere Felder. Halt einmal im Herbst, was wir im Herbst noch düngen wollen oder dürfen. Und einmal eine Düngerplanung für den Frühjahr, fürs Frühjahr. Und das wird uns halt auch vorgeschrieben. Und wir dürfen 170 Kilogramm Stickstoff grob auf einen Hektar Weizen düngen. Und wir machen das dadurch, dass wir halt im Frühjahr jetzt, wenn der Boden befahrbar ist und die Sperrzeiten für den Dünger halt aufgehoben sind, fangen wir eigentlich an mit dem Gärsubstrat, was ich im letzten Video schon gesagt habe. Da kommt dann der Lohnunternehmer und bringt uns halt das Gärsubstrat aus der Biogasanlage auf unsere Felder. Das ist unsere erste Düngung. Dann kommt die zweite Düngung. Da geben wir zu, also danach einen Dünger, wo halt ein geringer Teil Schwefel mit bei ist, um den Dünger aufzuwerten halt und zu verarbeiten. Und die dritte Düngung wird dann halt kurz bevor das Korn sich füllt, also in der, kurz vor der, nicht vor der Ernte, aber kurz davor, geben wir halt die dritte Düngergabe, dass wir halt die Kornfülle erreichen beim Weizen. Wie viel Zeit vergeht denn zwischen der letzten Düngung und dem Ernten? Zwischen der letzten Düngung und der Ernte? Das kommt immer auf die Witterung drauf an. Also grob gesagt 6 Wochen, 8 Wochen. Also vielleicht fällt euch ja mal auf. Es ist nicht einfach so zu sagen, ich bringe raus, wie ich das gerade machen möchte, sondern das ist ja alles extrem scharf kontrolliert, vorgegeben. Wann darf ich was, zu welcher Zeit ja auch, ganz wie genau oft und sowas ja tun. Ne? Also bitte nicht immer denken, die Landwirte machen sowieso einfach nur so, wie sie das haben wollen. Das geht nämlich überhaupt. So, jetzt sind wir mit dem Weizen durch. Wenn wir das nächste Mal uns darüber unterhalten, werden wir vielleicht mal die Gerste nehmen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee und sagt, wir würden gerne mal etwas wissen zu einer bestimmten Frucht. Übrigens, ab und zu sieht man ja mal so, nachdem der Raps runter ist, so gelbe Felder. Ne? Dann denken ja die Leute wieder, das ist wieder Raps. Ist aber nicht. Ist eine Zwischenfrucht. Ganz genau. Das ist dann Senf oder dergleichen mehr. Aber darüber informieren wir euch in einem anderen Clip. Lieber Markus Vogel, Bauernhofvogel, das ist der, den ihr da schön findet, Richtung Nörten-Hartenberg, da wo McDonald's auf der einen Seite ist und da ist so ein kleiner Eierhaus und kleine regionale Produkte. Das ist der gute Mann. War wieder interessant, ne? Finde ich auch. Ich sage erstmal danke, Markus. Ich danke dir auch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.